zum Sportabend beim Schweizer Fernsehen. Der ist uns zwei Gründe interessant. Zum einen wegen dem Fußball, wegen dem Meisterkampf zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys. Zum anderen aber auch wegen dem Tennis, dem Schweizer Duell zwischen Roger Federer und dem Stanislas Wawrinka beim ATP-Turnier in Madrid. Diesen Match zeigen wir euch auf SF Info. Plus minus um 9:30 geht's los. Jetzt aber gilt vollste Konzentration im Meisterrennen zwischen Basel und IBE. IBE kann den Meister heute schon klar machen, wenn Berner hier in Emmenbrück gegen Luzern mehr Punkte holen, als das der FC Basel macht daheim gegen Neuenburg Samax. Und man kann sagen, das Meisterrennen lässt wirklich niemand kalt. Das hat man in der letzten Runde feststellen bei einem Lokalradioreporter in Bären, beim Albisaner. Der ist wirklich fast ausgeflippt, wo IBE in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 gegen St. Gallen erzielt hat. Der Kiezweiler Hochstraße zusammen mit dem Raimondi. Wieder der Hochstraße. Der Hochstraße kommt in die Ecke von 16. Spielt die Metier. Der Goal. Der Achter. Gucci ist hinten. Er ist drin. Eieiei. Der Bienvenu. Oh. Alle, hallo. Der Bienvenu. Der Larry Bienvenu. Eieiei. Der Bienvenu. Oh. Oh. Wir hauen es um. Ich bin K.O. Das haut mich um. Meine Nerven. Ich bin zerstört. Der Ari Bienvenu mit der Brechstange, der Bienvenu am Kurs und er rutscht noch aus, der Armkeim, er rutscht noch aus, der Bienvenu und ich muss rutschen. Oh, muss ich gerade ein bisschen Luft nehmen. Das haut mich und der Match macht mich fertig, das Match hier, wo 2:2 steht. Der Albi Sahner, das hat Kultpotenzial. Das Gute an der ganzen Sache ist, er hat keine Herzattacke erlitten. Und das ist schon 65'000 Mal im YouTube angeschaut worden. Marcel Koller, ganz herzlich willkommen. Das macht doch den Fußball erst zu dem, was er ist. Sättige Emotionen. Ja, absolut. Und es ist, ist unglaublich, wie er das überbracht hat. Und ich hoffe, dass er heute auch da ist und dass wahrscheinlich noch mal so überbringt. Also, wenn Ibe natürlich das ähnlich macht wie am letzten Match gegen St. Gallen, dann kennt es noch so richtig heiß werden für den Albisaner. Die Ausgangslage, die ist natürlich brisant für die beiden Mannschaften. Basel liegt auf dem zweiten Rang hinter den Berner Young Boys. Basel spielt daheim gegen Xamax. IBE hier bei Luzern. Und die Ausgangslage ist klar. Wenn IBE einen Punkt mehr holt als Basel, dann sind sie heute Abend Meister. Für wer ist die Ausgangslage schwieriger? Für Basel oder für IBE? Ja, sicher für IBE. Ich denke, dass Luzern natürlich auch noch für den vierten Platz, für den UEFA-Platz alles wird geben. Dass es deren sehr schwierig ist und dass sicher IB das nicht so gewöhnt ist. Und ich denke, dass Basel trotzdem festen vierer Cup-Finalsieg, dass sie die Aufgabe daheim gegen Xamax werden erledigen. Ja. Es wird auf jeden Fall ein spannender Fußballabend. Heute Abend hier auf SF2. Wir werden immer informieren, was in Basel läuft. Sie aber heute hier dabei beim Kampf um Meisterschaft von den Berner Young Boys. Und die IB-Viertelstunde ist ja legendär. Zum ersten Mal ist erwähnt worden, am 28. April 1910, hat also gerade vor ein paar wenigen Wochen das Jubiläum gefeiert, das 100-Jahr-Jubiläum. Aber in diesem Jahr ist es mehr ein IB-20-Minuten-Phase. Weil IBE hat in dieser Saison so sagen und schreiben fünfmal in der Nachspielzeit ein Spiel können entscheiden, zweimal in der Vorrunde und schon dreimal jetzt in der Rückrunde. Die IBE-Fans mussten in der Rückrunde dreimal sehr lange warten, bis der Sieg ihrer Mannschaft feststand. Gegen den FC Zürich traf Henri Bienvenu erst in der 94. Minute. IBE gewann in allerletzter Sekunde mit 2:1. Sechs Wochen später, gleicher Ort, gleiches Resultat. François Affolter erzielte in der 92. Minute das entscheidende 2:1 gegen Bellinzona. Zuvor hatten die Berner über die gesamte Partie gesehen ziemlich dürftig gespielt. Letzte Woche das Spiel gegen den FC St. Gallen. Erneut war es Henri Bienvenu, der in der 93. Minute die Fans im heimischen Stade Suisse erlöste. IBE, das Team der Überstunden.
Das alles ist auf dem wunderbaren Kunstrasen vom Stade Suisse in Bern passiert. Heute ist die Unterlage ein bisschen anders. Es hat geregnet und jetzt fängt es heute wieder an regnen. Es ist eine sumpfige Unterlage, Marcel Koller. Das ist extrem schwierig, hinterher ein gutes Fußballspiel zu präsentieren. Ja, vor allem, wenn wir jetzt so sehen, für den Linienrichter wird es extrem schwierig. Und, ich hoffe, dass wir den 90 Minuten werden sehen, dass er nicht irgendwie ein Graben läuft und plötzlich verschwunden ist. Plötzlich ist er bis zum Knie irgendwie im Sumpf verschwunden. Es ist wirklich eine spezielle Atmosphäre hier in dem Gersak-Stadion in Emmenbrück. Aber es macht es irgendwie auch speziell so einzigartig, die Situation, bis ja der FC Luzern das neue Stadion bereit hat. Und im neuen Stadion vom FC Luzern wird es da eine Kunststraße geben. Und an dieser Kunststraße ist man ja beim FC bei den Young Boys so seit längerem gewonnen. Und darum haben wir natürlich von Petkovic, vom Trainer von IBE, wollen wissen, wie die Situation von ihm eingeschätzt wird. Ja, nicht so viel, weil was gilt für uns, gilt auch für Luzern. Und wir müssen auch intelligente Spiele machen. Und am Ende mit unserer Leistung 3 Punkte nach Hause zu holen. Im Notfall haben Sie ja noch die 92, 93 und 94. Minute. Da entscheidet IBE in den letzten Spielen immer wieder die Spiele. Wie machen Sie das? Ja, wenn Sie sagen so, das freut mich und ich tippe auf das. Und kein Rezept gibt für solche Sachen. Vielen Dank. Bitte. Also kein Rezept für die späten Goal bei IBE, aber es ist ein Zeichen. Für was ist es ein Zeichen, wenn man bis zum Schluss so dran ist? Ja, auf der einen Seite natürlich für die Moral, die in dieser Mannschaft ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr wichtig, dass man weiß, man kann am Schluss noch Goal schiessen, dass man nach vorne spielt. Und das gibt Moral, das gibt einen unglaublichen Auftrieb. Und dann sind es noch 2 Spiele. Hat das mehr mit der Moral zu tun oder mit den physischen Komponenten, mit der Kondition und mit dem? Ja, das kommt natürlich auch dazu. Wenn man Kraft nicht hat, um jetzt in den 90. Minuten nach vorne zu gehen und einfach müde ist und leer ist, dann kann man das nicht umsetzen. Und IBE hat das beides, also der hat Moral und hat sicher auch die Kraft, sonst würde es das nicht erreichen. IBE hat im letzten Sommer hier schon mal gespielt gegen den FC Luzern mit 2-1 gewinnen. Damals war es ein absolut Spitzenspiel. Luzern, der Zweitklassierte, hat den Leader IBE empfangen. Es war eine äußerst attraktive Partie, die vieles beinhaltete, was Fußball spannend und interessant macht. Zum Beispiel João Paivas herrliches 1-0 für Luzern. Oder Sedou Doumbias gelb-rote Karte nach 2 Schwalben. Auch Gesals wuchtiger Treffer zum Ausgleich war äußerst sehenswert. Der Tunesier spielt mittlerweile nicht mehr bei IBE. David Degen schoss den letzten Treffer. IBE gewann das Spitzenspiel zu 10 gegen den FC Luzern mit 2-1. Marcel Koller, kann man aus dem irgendwelche Rückschlüsse ziehen, was beim letzten Besuch von IBE hier passiert ist? Aber nicht, weil es ist zu lange weg. Es ist das Spiel heute, wo entscheidend ist, wo wichtig ist für beide Mannschaften. Der Platz ist auch ganz anders. Man sieht, hat die Sonne noch geschonen. Da haben wir noch Glasse gegessen. Ja, schöne Aussichten gehabt. Und jetzt ist Regen, trüb, hat tagelang geregnet. Also der Platz wird ganz anders sein. Und die Situation von der FC Luzern ist ja auch noch speziell. Alles redet von dem Meisterduell zwischen IBE und dem FC Basel. Aber für Luzern geht es auch um ganz viel, und zwar um den Rang 4. Es ist auf eine Art euer Endspiel von der FC Luzern. Holt man Punkte, kann man sich den 4. Platz sicherstellen. Und darum ist es natürlich auch ein ausgesprochen wichtiges Spiel für den Rolf Ringer und seine Mannschaft. Ja, es geht um alles. Sehr, sehr wichtig. Wir sind aber in erster Linie froh, dass wir in dieser Situation sind. Dass wir 2 Runden vor Schluss so gut platziert sind. Auch wenn 4 Punkte Vorsprung nicht täuschen dürfen. Dass es noch schwer werden kann. Aber uns ist recht, wenn die sich aufs Meisterrennen konzentrieren. Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren und alles machen, um den Match zu gewinnen. Wie wollen wir heute IBE ein Bein stellen, oder ist das gar nicht nötig bei diesem Terrain? Ja, vielleicht stürcheln wir selber ein bisschen, aber sie auch. Nein, es ist sicher ein tiefer Platz, aber wichtig ist, dass wir einfach frech spielen, wie wir immer spielen daheim. Wir suchen den Sieg. Wir haben 2-3 Matches gehabt, wo wir gegen IBE viel mehr verdient als die knappen Niederlagen. Also irgendwo wäre es mal fällig, dass wir so einen Match gewinnen, und wir wollen unbedingt, und wir freuen uns auf das Spiel. Vielen Dank. Bitte.
So, damit ist alles gesagt, was es zu sagen gibt vor dem Spiel. Ab sofort gilt nur noch das, was auf dem im Moment noch grünen Rasen wird passieren hier in Emmenbrücken. Wir werden natürlich euch laufend aufdatieren, was in Basel passiert zwischen dem Spiel Basel und Xamax. Der Kommentator hier bei Luzern gegen IBE ist der Dani Wieler. Er wird sich in wenigen Augenblicken melden. Und nur bei Interdiscount. 10% Rabatt aufs LG-Sortiment. Gültig bis am 23. Mai 2010. Interdiscount. Let's go! Mikado. Nimm's leicht. Der McRomandi mit feinem Kalbach Le Gruyère in einem Pain Payas. Jetzt bei der Schweizer Woche von McDonald's. Schon seit jeher achtet La Laitière auf größte Sorgfalt und auf jedes Detail in der Zubereitung ihrer köstlichen Joghurts im Glas. Nur so entsteht diese einzigartig feste und zugleich feine Konsistenz, die alle Genießer lieben. Das köstliche Joghurt von Nestlé La Laitière. Genuss in Vollendung. À la vie. Oxpo wünscht faire Spiele bei der Oxpo Super League auf SF. Die Meistertrikots sind gedruckt. Die Meistertrikots liegen gut versteckt, allerdings noch bereit für die Berner Young Boys heute Abend. Kann es im optimalen Fall für die Berner bereits klappen? Marco Wölfli und Hakan Yakin sehen wir hier. Die beiden verbindet vieles. Sie haben zusammen gespielt bei den Young Boys. Yakin war ja 3 Saisons lang in Bern. Sie sind gut befreundet und sie sind in der Nationalmannschaft. Zimmerkollegen, das werden sie auch in Südafrika wieder sein. Zwischen den beiden der Schiedsrichter der heutigen Partie, schon wieder Sascha Käber, wie vor 4 Tagen im Cup-Final, als er eine souveräne Leistung gezeigt hat. Das erhoffen wir alle uns natürlich auch von diesem Spiel heute Abend zwischen dem FC Luzern und dem Berner Young Boys in der ausverkauften Gersack Sportarena. 8.700 Fans sind hier. Das sind die Einheimischen, die Luzerner, und rund 2.500 Fans sind aus Bern hierher gekommen. In der Hoffnung natürlich, dass es bereits heute schon klappen könnte, dass es nicht zur großen Finalissima kommt. Ja, der FC Luzern, Rolf Ringer, mit einem kleinen Systemwechsel. Sie sehen es, er stellt eine Dreierabwehr auf. Er möchte die starken Berner, die oft durch das Zentrum kommen, so ein bisschen stoppen. Er imitiert sozusagen die Berner Aufstellung mit dieser Dreierabwehr. Hier sehen Sie das Pendant, die Aufstellung von Wladimir Petkovic. Schneider und Wölfli mit einer gelben Karte markiert. Bei der nächsten Verwarnung wären sie gesperrt, das heißt also für das letzte Spiel dann am Sonntag. Ja, Sie sehen, interessant ist vor allem, wer nicht dabei ist bei den Bernern. Abwehrchef Dudar ist nicht da und auch Bienvenue haben Sie in der Aufstellung nicht gesehen. Diese beiden werden eben geschont für eine allfällige Finalissima, denn auch sie sind gelb gefährdet, sind sperregefährdet. Wladimir Petkovic also schaut mit einem Auge auch schon ein bisschen auf das große Spiel gegen den FC Basel.
Ja, die Stimmung hervorragend hier im Stadion. Und für den FC Luzern ist das heutige Spiel ja auch so etwas wie ein kleiner Final. Sie können aus eigener Kraft heute mit einem Sieg den vierten Rang sichern, den sie jetzt schon innehaben. Der vierte Rang, das ist der sogenannte Europacup-Platz. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg für Rolf Ringer und seine Mannschaft. Tja, herzlich die Begegnung zwischen Jakin und Marco Wölfli. Wladimir Petkovic, einen oder zwei Schritte vor dem ganz großen Triumph. Und ihn hier brauchen wir Ihnen nicht vorzustellen. Seydou Doumbia, der Liga-Topscorer. Und der FC Luzern, der es heute den Bernern endlich einmal zeigen will. Dreimal hat man die Berner zumindest gut in Schach halten können. Zwei knappe Niederlagen, ein Unentschieden. Das ist die Bilanz des FC Luzern gegen den Tabellenführer. Tja, und mit dieser veränderten Aufstellung von Rolf Ringer soll es heute im vierten Anlauf klappen. Sie sind fällig, sagt Rolf Ringer. Die Berner müssen heute dran glauben. Vielleicht mit seiner Hilfe Christian Janu, der Topscorer des FC Luzern. Das ist Christian Schneuli, heute in einer etwas anderen Position als sonst. Ist eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, aber er spielt heute vorne in der Spitze. Es wird natürlich auf diesem tiefen Terrain ein Kampfspiel werden, das ist klar. Das kämpferische Element wird Vorrang haben, wird Priorität haben. Die Platzverhältnisse sicherlich das größere Problem für die Berner, die es sich gewohnt sind, auf einem Topfebenen Terrain zu spielen, ohne eine einzige Lücke, ohne ein Loch, ohne eine Vertiefung. Kunstrasen. Das schnelle Passspiel wird hier auf diesem Terrain sicherlich ein bisschen leiden. Marc Schneider mit einem ersten, ja, man muss es sagen, Befreiungsschlag nach vorne. Keine unnötigen Risiken eingehen. Renkli, Lukman, Janu, Kukeli und ein erstes Zusammenspiel zwischen Jakin und Kiumiento und das frühe 1:0 durch Ferreira. Ein Blitzstart für die Luzerner. Wow! Wer sagt's denn, dass auf diesem Platz nicht direkt gespielt werden kann? Alles direkt gespielt. Ausgangspunkt Chiumento und Jakin. Der Pass in die Tiefe auf Ferreira. Und Peng, schon steht's 1:0. Fantastisch gespielt vom FC Luzern. Tor der Luzerner gegen Ibe, das gab es schon einmal. Am 16. August, da war es Paiva, der in der zweiten Minute, wie diesmal also, die Berner, die Luzerner 1:0 in Führung gebracht hat. Duplizität der Ereignisse also für den FC Luzern gegen die Berner Young Boys. Das ist Kukeli.
Chiumiento. Ferreira, der Torschütze. Baffolt, der kann klären. Aber die Luzerner. Was hat man denn denen ins Abendessen gegeben? Die trauern hier in diesen ersten Minuten. Herrlich gespielt. Chiumientos, finaler Pass auf Ferreira. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. Ein super Tor. Tja, besser kann man nicht spielen. Müssen sich zuerst einmal von diesem schnellen Schock erholen. Sie sind kaum richtig über die Mittellinie gekommen bisher. Hier die Bank, ganz hinten sahen Sie Abwehrchef Duda. Ziemlich viel Ernüchterung ist da feststellbar. Hochstrasser. Vescovac klärt fürs Erste. Ferreira. Schwegler. Ja, nicht zum ersten Mal spielt Rolf Ringer mit einer Dreierabwehr gegen die Berner Jambos. Das hat er zuvor schon zweimal gemacht in den früheren Partien. Und Sie sehen, wie die Emotionen hochgehen hier. David Degen und Ferreira. Ausgangspunkt war Degen. Bekannt als Heißsporn. Schiedsrichter Keber macht das einzig Richtige. Holt die beiden zu sich. Ein paar klärende Worte. Hier das Foulspiel von Ferreira, der dann den Ball blockiert, und Degens Reaktion. Ja, Degen schon früh ziemlich genervt. Das hat man gesehen. Bei seiner Reaktion eben. Ihn hält schon nicht mehr auf der Bank. Er hat das Gefühl, er muss eingreifen, muss Signale geben. Vor allem aber muss er Ruhe in seine Mannschaft bringen, muss Ruhe auch ausstrahlen. Denn IB wirkt in diesen ersten Minuten nach dem frühen Gegentor hektisch, unsortiert. Also die Berner werden es ganz bestimmt in der Mitte sehr, sehr schwer haben. Dort ist Luzern massiert, sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr. Das ist das Rezept, das Rolf Ringer ausgetüftelt hat gegen die Berner, die mit ihrem schnellen Kombinationsspiel, wenn es denn klappt, durch die Mitte eben sehr, sehr gefährlich sind. Also muss die Antwort der Berner in verstärktem Flügelspiel liegen. Seydou Doumbia. Die letzten zwei Spiele von Seydou Doumbia bei den Bergen hat sich in Janu. Das offensive Dreigespann
der Luzerner. Ja, ja, sehr aggressiv, zweikampfstark die Luzerner. Gewinnen viele Duelle. Regazzoni, Dubai. Wieder Dubai, der den Vorzug bekommen hat in der Schaltstelle im zentralen Mittelfeld vor Gilliap. Sie kennen den Hintergrund, Gilliapi wechselt auf die nächste Saison hin zum FC Basel. Und damit hat er für diesen Schlussspurt keine allzu guten Karten bei Wladimir Petkovic. Schneuli, Degen. Und wo Degen ist, da ist auch Ferreira, immer noch Degen. Dann verpasst er den Zeitpunkt des Abspiels. Renkli, Ciumiento. Wenig Anspielmöglichkeiten, Ciumiento. Hat ein bisschen gedauert, bis die Mitspieler aufgerückt sind. Das ist Michel Renkli, der den Ball nun vor Marco Wölfli bringen wird. Torchance für Ibe. Lukman. Wir wollen unangenehm sein, hat Rolf Ringer gesagt vor diesem Spiel. Wir wollen unangenehm sein, wir wollen die Berner beschäftigen, wir wollen sie früh stören, wir wollen sie in Verlegenheit bringen. All das gelingt seiner Mannschaft in dieser ersten Viertelstunde. Kein Durchkommen. Der junge Abwehrchef in Vertretung von Emiliano Duda. Wies, dem Abwehrchef, dem jungen Abwehrchef, auch er 19-jährig, auf der anderen Seite. Raimondi. Ist bisher noch überhaupt nicht dazu gekommen, seine Vorstöße über die linke Seite zu zeigen. Kukeli. Lukman, wenn es nicht anders geht, den Ball einfach weit nach vorne schlagen. Es geht hier nicht um einen Schönheitspreis, schon gar nicht auf diesem Terrain, auf dieser Unterlage. Hochstraße, Dubai, Regazzoni. Aber da stehen sie massiert im Zentrum, fangen sämtliche Bälle ab, die da Richtung Strafraum kommen. Degen.
funktioniert das Luzerner Defensivkonzept hervorragend. Regazzoni reklamiert, auch er ein Heißsporn. Schiedsrichter Kewa zeigt an, das war nichts. Ein Duell mit Lukman. Aus dieser Wiederholung werden wir auch nicht schlauer, was da genau vorgefallen ist. Dumbia. Weggestoßen von Rolli Schwegler. Der heute sein letztes Heimspiel mit dem FC Luzern bestreitet. Dubai. Wie der Ballführende immer wieder sofort attackiert wird und so zu Ballverlusten verleitet wird. Und dann schalten sie rasch um. Ferreira. Ja, die Idee war nicht schlecht. Der Steilpass auf Janu. Degen. Wieder ein Foulspiel und das gibt die erste gelbe Karte. Alain Wies. Ja, richtig. Hat da Degen ziemlich hart gestoppt, gebremst, seinen Lauf unterbunden. Bis jetzt nach rund 20 Minuten die erste Tormöglichkeit für die Berner. Bei diesem Freistoß mit Mario Raimondi. Nicht wirklich. Petkovic hat David Degen ein Signal gegeben. Dubai. Gestoppt von Degen, der sich bereits die Gegnerschaft der Luzerner Fans hier zugezogen hat. Und das ist Xavier Hochstraße. Ja, großer Einsatz bei den Luzernern, der bisher belohnt wird. Der FCL hat das Spiel ziemlich gut im Griff. Auch wenn die Berner nun etwas mehr Ballbesitz haben als in den ersten paar Minuten. Aber ihre Pässe kommen nicht an. Zu gut stehen die Luzerner. Hochstraße. Dumbia. Das gutes Dribbling von Seydou Dumbia. Aber Sie sehen, Ferreira, der ist auch defensiv zur Stelle. Alle
Das Reklamieren von Roli Schwegler nützt nichts. Es wird Freistoß geben für die Berner. Steht Mario Raimondi, der Linksfüßer, bereit. Und ungecheckt Ball. Kuckerli befreit fürs Erste. Chiumiento, Jatin, Vorteil. Nicht mehr. Klares Foulspiel. Auch wenn es Hochstrasser anders sieht, er kriegt für diese Aktion die gelbe Karte. Ja, Ball war weg. Hochstrasser ist nicht vorbelastet, sodass er also am Sonntag gegen den FC Basel spielen kann, trotz dieser gelben Karte. Aber es gibt einen nächsten Freistoß für den FC Luzern mit Michel Renkli. Und der Ball liegt schon wieder im Tor. Christian Janu mit dem 2:0, 24. Minute. Also doch ein Foulspiel mit Folgen. Christian Janu, Saisontor Nummer 19 für den Rumänen, der einst in Bellinzona zwei Jahre lang unter Wladimir Petkovic in der Challenge League seine Tore erzielt hat. Ein bisschen glücklich, aber wer fragt danach, wie der Ball ins Tor geht? Via Oberschenkel, abgefälscht, unhaltbar, auch dieser Ball für Marco Wölfli. Boah, was für 25 Minuten, was für erste 25 Minuten hier im Gersak-Stadion. Luzern zeigt Ibe den Meister, ganz klar. Offensiv präsenter, stärker und vor allem auch defensiv sehr, sehr clever, sehr, sehr gut organisiert. Ja, da ist Feuer drin in dieser Mannschaft. Das hat sie wirklich von der ersten Sekunde an gezeigt. Hochstrasser, wieder ein Pass zu einem Gegenspieler in den leeren Raum. Janu fightet und Jakin hat den Ball. Immer noch Jakin. Ein bisschen abgefälscht noch, aber Chiumiento noch dran. Sie zwingen die Berner zu unglaublich viel Laufarbeit. Noch einmal der Treffer. Ja, springt Janu direkt vor die Füße, der Ball. Ja, Luzern hat zwei super Transfers getätigt vor dieser Saison mit Hakan Jakin. Und mit Christian Janu, beide haben voll eingeschlagen. Und die gute Position des FC Luzern, die hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass diese beiden zu den ganz großen Leistungsträgern gehören. Tja, und ziemlich emotionslose Gesichter sahen wir eben bei den
mitgereisten Berner Fans. Michel Renkli. Der Spielstand hier wird all jenen wieder Auftrieb geben. All jenen Pessimisten, auch aus Bern, die sagen, IBE kann einfach die wichtigen Spiele nicht gewinnen. Auch wenn heute mit einer Niederlage längst nicht alles gegessen ist, auch wenn es dann noch zu Finalissima kommt, psychologisch ist dieser Rückstand schon einmal ganz schwer zu verdauen. Und sollte es dann eine Niederlage absetzen, dann erst recht. Foulspiel klar weggestoßen. Worden ist da Dubai von Renkli. Das hat es in dieser Meisterschaft selten gegeben. Fast eine halbe Stunde gespielt, keine Torchance für die Berner Young Boys. Hier noch einmal das 2:0 von Christian Janu. Nichts zu holen für Marco Wölfli und wieder jubelt die Crew um Rolf Fringer. Christian Janu, Saisontor Nummer 19. Aber nicht nur das, er ist zusammen mit Hakan Yakin auch der beste Vorbereiter im Team von Rolf Ringer. Also wirklich eine super Saison für den Rumänen. Seydou Doumbia. Erster Abschluss, das war gut. Und erste Prüfung auch für David Sebung. Also 29 Minuten und ein paar Sekunden lang mussten wir warten, bis wir die erste Berner Chance zu sehen bekamen. Klasse Aktion auch von David Sebung. Diesem nassen Untergrund wird der Ball sehr, sehr schnell. Aber wieder ist es gefährlich geworden. Raimondi. Schalt sucht seine Chance. Ja, wenig zu sehen von Berner Kombinationsspiel. Mit diesem Weitschuss ist IBE erstmals gefährlich geworden. Zum Handkuss gekommen. Ballspiel von Lukman. Auch Regazzoni konnte mit seinen Dribblings noch nichts bewirken. Bisher wird der Berner Kombinationsfußball völlig entzaubert von den clever und aufopferungsvoll spielenden Luzernern.
viel Ernüchterung, viel Ernüchterung. Und hier das pure Gegenteil. Der FC Luzern auf sehr gutem Weg, den vierten Rang zu zementieren, zu sichern. Wer hätte das vor dieser Saison gedacht? Via Barrage hat man sich für die Super League qualifizieren müssen. Und jetzt die Seifo. Yatin. Ottmar Hitzfeld hat ja bei der Präsentation seines Kaders deutlich gesagt, wie er Yatin einsetzen möchte an der Weltmeisterschaft, nämlich als Joker. Und wer Yatin kennt, der weiß, das hat ihn zusätzlich motiviert. Und Yatin leistet auch auf diesem schwierigen Terrain Schwerstarbeit. Schaltstelle, alles läuft über ihn und seinen Partner Kiumiento. Geht jetzt allerdings Richtung Seitenlinie. Muss sich kurz pflegen lassen offenbar. Ist im Moment nicht im Spiel. Vielleicht wieder die alte Verletzung, die ihn vor einigen Tagen noch behindert hat. Auf jeden Fall macht sich Paiva schon mal bereit, ins Spiel einzugreifen. Wärmt sich auf an der Seitenlinie. Luzern also im Moment mit einem Mann weniger. Das hindert Veskovac nicht, den nächsten Angriff zu initiieren. Dubai. Offside von Dumbia. Die Elfenbein-Connection, und hier sehen Sie Hakan Yatin, Oberschenkel nun einbandagiert. Ja, es ist keine Bandage, das sah von Weitem nur so aus. Hat ein bisschen Salbe verabreicht bekommen. Sehen es. Es hat wieder stark zu regnen begonnen. Es regnete ja den ganzen Tag bis etwa halb vier. Und das war enorm wichtig, dass es eine Pause gab, eine Regenpause. Sonst wäre der Platz in einem noch schwierigeren Zustand, als es jetzt schon ist. Hochstraße. Jetzt hat er einmal Platz. Dumbia. Aber die Ballannahme ist schwierig und dann Regazzoni. Eine zweite, halbwegs gute Möglichkeit für die Berner. Sie sehen, wie schwer die Ballkontrolle ist auf diesem Terrain. Selbst ein so ballsicherer Mann wie Seydou Dumbia hat da seine Probleme. Zufrieden sein. Das ist nicht das Spiel seiner Mannschaft. Sie kommen überhaupt nicht auf Tour.
daran trägt natürlich auch die Unterlage eine Mitschuld. Das ist kein IB-Terrain. Eckball. Rausgeholt von Christian Janu. Auch er, wie alle, ungemein fleißig. Wieder also eine Standardsituation, die Gefahr bringen kann. Schwegler. Der Einwurf Lukman. Der kann weit werfen. Lukmans Flanke zu weit. Große Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff bei den Bernern. Da im Loch in der Mitte, da stand gar keiner. Handspiel von Yakin, würde ich sagen. Kriegt Geld, hat den Ball mit dem Oberarm angenommen. Klar und eindeutig. Schiedsrichter Kever legt das als absichtliches Handspiel aus und verwarnt Hakan Yakin. Das ist eine Verwarnung, die eine Folge hat. Yakin ist im letzten Spiel gesperrt. Vielleicht kommt es gar nicht mehr drauf an, auf dieses letzte Spiel, wenn es um den vierten Platz für ihn und den FC Luzern geht. Im letzten Spiel, im letzten Grund gegen die Grasshoppers. Also dieses Spiel findet ohne Hakan Yakin statt. Ja, der Pass von Yakin in Richtung Janu. Praktisch jedes Mal, wenn die Berner in der Abwehr an den Ball kommen, erhebt sich Wladimir Petkovic, zeigt an, wie gespielt werden soll, ist völlig unzufrieden mit der Angriffsauslösung seiner Mannschaft. Kein Zusammenhang zwischen den einzelnen Linien. Viele Fehlpässe. Auch ein Ausdruck von Nervosität? Fragezeichen. Gut möglich. Der Ball von Madassi auf Raimondi. Aber dann zögert Hochstrasser. Der Dirigent. Der Dirigent Hakan Yakin. Schiedsrichter Kever. Im Zwiegespräch, im freundschaftlichen oder zumindest freundlichen Zwiegespräch mit Hakan Yakin.
Aber da in der Mitte ist nichts zu holen. Diese Dreierkette der Luzerner mit Veskovac, Wies und Schwegler, die hält dicht. Veskovac, der Großgewachsene, Kopfballstarke. Kukeli, rechts geht Kiumiento, links Jakin. Kukeli, 3-0! Puah! Jetzt wird aber Ibe auseinandergenommen. 43. Minute. Kukeli, 3-0. Ruckzuck ging das wieder, wie beim 1-0. Und schon war die IB-Abwehr erneut geknackt. Kein Offside. Schneider hob es auf. Alles regulär. Kuckel ist zweiter Saisontreffer. Der erste gelang ihm Ende August gegen den FC St. Gallen. Und der dritte Jubel von Rolf Ringer und Peter Alexandrov und den Kollegen auf der Bank. Der dritte Hammerschlag des FC Luzern gegen die Jaguars. Eieieiei. Christian Schneuli, unsichtbar bisher, auf einer für ihn ungewohnten Position. Und hier noch einmal der Traumpass von Hakan Yakin. Hakan Yakin konnte seinen Freund Marco Wölfli zwar noch nie bezwingen mit einem Gegentor, aber die Vorarbeit, die kam eben von Yakin. Gelbe Karte an die Adresse von Mario Raimondi. Auch eine, die keine Folgen hat. Ja, ja. Sehr, sehr hartes Einsteigen von Raimondi. Ist man sich gar nicht so gewohnt von ihm. Das zeigt, wie tief der Frust steckt bei den Bernern. Und er geht bereits über die Bücher, Wladimir Petkovic. Sie sehen es eingeblendet, eine Minute wird nachgespielt. Ja, was für eine erste Halbzeit haben wir gesehen. Es ging los nach anderthalb Minuten mit dem Klasse-Tor von Ferreira zum 1-0. Januar hörte dann nach einer Standardsituation auf 2-0. Und Kukeli krönte eine grandiose Luzerner Halbzeit in der 43. Minute mit dem 3-0. Ibe komplett von der Rolle. Kann sich die Mannschaft nach der Pause von diesem Schock noch einmal erholen? Luzern, IB 3-0. Nach einigen Momenten geht es weiter bei uns im Studio.